Noch vor 20 Jahren hat der Wahlkampf gesamtschweizerisch gut 15 Millionen Franken gekostet. Heute ist es rund 2,5 Mal so viel. Das merkt man an den Wahlbroschüren, die heute in den meisten Fällen von professionellen Agenturen gestaltet werden. Früher da ist noch alles anders gewesen. Das zeigt der exklusive Blick zurück. In einem unterirdischen Magazin von der Schweizerischen Nationalbibliothek werden die Wahlwerbung von den eidgenössischen Wahlen in Kisten gelagert. Alle vier Jahre werden die Parteien also aufgefordert, ihre Unterlagen einzuschicken. Der Logo Egger will so den Zeitgeist der Wahlen festhalten. Es ist ein gewisses Quellenmaterial, das im Moment vielleicht noch nicht so attraktiv wird wirken. Aber in 60 bis 70 Jahren wird das interessant sein, zu sehen, wie damals die Parteien gewerbt haben. Schon jetzt interessant findet das der Mike Krüll. Seit 32 Jahren ist er im Werbegeschäft tätig und vergleicht heute für uns die Wahlwerbung der Parteien zwischen 1995 und 2011. Also zur SVP fällt mir natürlich auf, dass 1995 wohl die Sekretärin der Partei das Ding gestaltet hat, dieses Pamphlet. Grafisch schrecklich, billig. 2011, was sich da verändert hat, ist ganz klar, man hat mehr Geld in die Hand genommen, das weiß man ja auch. Die Wahlwerbung der FDP, da fällt auf, sie machen grafisch zumindest einiges richtig. Eine Grafik, ein Bild, eine Botschaft. SP, das zeigt sich, die haben zumindest 1995 eine Idee gehabt, ihre Botschaften über einen kleinen Test, ein bisschen Entertainment zu transportieren. Fällt auf, der Test sieht nicht besonders gut aus, also grafisch nicht. Aber 2011 sieht dafür die Grafik gut aus, aber das Entertainment fehlt. Also was mir aufgefallen ist, dass Wahlwerbung grundsätzlich mal schlecht gestaltet ist. 95 gleich schlecht wie 2011, allerdings moderner schlecht. Also nicht ganz so verstaubt schlecht wie 1995, das ist einfach mein Fazit. Interessant wird es da auch so in 20 Jahren, wenn man dann auf die jetzige Werbekampagne zurückschaut.